Hallo zusammen, jetzt ist es Zeit fürs Abendessen. Ich habe lange überlegt, was soll ich machen. Ich habe die Bücher durchgeblättert und habe mir gedacht, gut, komm, das arme Grundkochbuch, das wird immer so vernachlässigt. Guckst du da doch nochmal rein, was es da nicht vielleicht Leckeres drin zu essen gibt. Dann bin ich bei den Hackbällchen mit Currysoße stehen geblieben, die es auf Seite 74 gibt. Die gibt es zwar auch schon hier bei YouTube, die Videos sind allerdings mindestens ein Jahr alt, das von der Thermifee ist auch schon 2 Jahre alt. Auch wenn sich an dem Rezept nichts geändert hat, möchte ich das Video trotzdem einmal verfilmen, damit ihr auch sehen könnt, hier in der zweiten Kamera, was in dem Mixtopf passiert. Und dann geht's jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen damit an, Zwiebeln und Knoblauch zu zerkleinern. Hier wird jetzt im Rezept eine Schalotte genommen. Da ich Schalotten nicht da habe, nehme ich eine normale Zwiebel, nehme allerdings eine relativ kleine Zwiebel. Und Knoblauch kommt auch dran. Da nehme ich natürlich den Grundstock, beziehungsweise die Paste ist es in diesem Fall. Ja, nicht zu viel. Ein Spatel noch mal eben, ach ne, der liegt ja schon hier. Den Grundstock, also eine Zehe, kommt normalerweise dran, wenn ihr keinen frischen Knoblauch habt, sondern nur die Paste. Was heißt nur die Paste? Die Paste ist ja schon fast viel besser als frischer Knoblauch. Dann müsst ihr einen Teelöffel davon dran machen. So, das wird jetzt dann zerkleinert. Und zwar 3 Sekunden Stufe 5. Das schaben wir jetzt runter. Ihr solltet dann beim Würzen bedenken, auch wenn jetzt nur hier ein Teelöffel von drin ist, dass in der Paste natürlich auch eine Menge Salz ist und somit halt auch schon Salz an der ganzen Masse dran ist. Jetzt kommt Brötchen. Ihr braucht ein halbes altbackenes Brötchen, was ihr in Wasser einweicht und dann gut ausdrückt. Das habe ich schon vorbereitet. Das sieht zwar jetzt hier nicht wirklich appetitlich aus, aber muss natürlich dran, damit die Frikadellen halt schön locker werden. Dann kommt dran das Gehackte. Ihr braucht 600 Gramm. Ich habe jetzt 500 Gramm. Ich friere Gehacktes grundsätzlich immer in Gefrierbeutel in so dünnen Platten ein, dann mache ich das rein, drücke das dann ganz platt, dann lässt es sich nämlich hervorragend auftauen. Wie gesagt, ihr bräuchtet laut Rezept 600 Gramm, ich habe aber jetzt hier nur 500 Gramm, ich mache immer so 500 Gramm Päckchen, dann habe ich die quasi immer parat. Dann kommt ein Ei rein. Ein Ei, Salz und Pfeffer, ein halben, nee, Salz steht jetzt hier nicht, wie viel, ich mache einfach mal so ein Dreiviertel, ja, einen halben Teelöffel Salz ungefähr, nicht zu viel, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer. Und jetzt kommt eigentlich noch Majoran dran. Majoran habe ich aber leider nicht da. Deswegen muss ich es jetzt einfach weglassen. Senf kommt aber dran. Den habe ich natürlich da. Da braucht ihr einen Teelöffel Senf. Den Rest, der jetzt hier noch dran klebt, den machen wir, machen wir natürlich wieder mit dem Spatel hier runter. Wir wollen ja dann möglichst nichts verschwenden. Und das Ganze wird jetzt vermischt. Weil wir machen daraus natürlich dann die Hackbällchen. Und zwar für, habe ich jetzt alles drin? Brötchen habe ich Hackfleisch, Ei, Salz, Pfeffer, Majoran habe ich jetzt nicht, Senf. 2 Minuten
auf links laufen. Denn wir wollen das Gehackte jetzt nicht noch weiter zerkleinern, sondern wir wollen es ja nur noch mit den restlichen Zutaten vermischen. Deswegen machen wir den Linkslauf rein und das Ganze dann auf Stufe 3. So. Es war wirklich ganz einfach. Da musst du nicht irgendwie groß mit Kraft oder so, sondern einfach nur ganz leicht, einfach nur das Gehackte dann da ein bisschen mithelfen, dass das halt mit untergerührt wird. So, das wird jetzt zu Bällchen geformt. So sieht das jetzt aus. Es ist natürlich jetzt feiner geworden, klar durch die Geschwindigkeit, aber es ist halt nicht richtig, ich sag mal, püriert, weil wenn wir das nicht auf Linkslauf gemacht hätten, dann wäre das halt richtig nochmal püriert worden. Daraus soll man jetzt wie viele Bällchen formen? 12 Stück, ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal irgendwie. Oh, ist aber sehr weich. Aber nicht schlimm, lässt sich gut formen. Und ich mache euch jetzt in den Schnelllauf, beziehungsweise, mal gucken, vielleicht überspringe ich es auch, entscheide ich dann gleich beim Schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Die 12 Stück, die haben hervorragend hier reingepasst. So sieht es jetzt aus. Sind das 12 oder 2? 11, 11 nur? 2, 4, 6, 8, 10, doch 12, wollte ich doch sagen. Das bisschen, was jetzt noch drin ist, das ist jetzt egal. Jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Es kommt eigentlich noch Paprika. Ich habe jetzt keine Paprika da, das heißt, bei mir gibt es eigentlich jetzt nur die Bällchen mit Soße und Reis, mit keinem Gemüse dazu. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ihr dürft aber gerne Paprika dran machen. Und zwar wird das einfach nur halt in so Stifte geschnitten und dann wird das in dem Einlegeboden und in dem Varoma einfach nur verteilt. Also einfach nur dann mit in den Varoma reinlegen. So. Jetzt müssen wir den Topf einmal kurz spülen. Das kriegen wir hin. Linkslauf nehme ich raus und mache einfach ein paar Sekunden auf Stufe 10. Das waren jetzt 20 Sekunden. Das schütten wir jetzt einfach mal aus. Gehen ganz kurz mit der Spülbürste da durch. Und dann ist er schon, wie immer, schon so gut wie sauber. Das reicht natürlich jetzt für den nächsten Schritt aus. Wir wollen das Ganze ja jetzt nur garen und den Reis auch dann mit garen. Das passt also vollkommen. Da kommt jetzt rein Wasser und zwar 1000 Gramm. Das mache ich jetzt nicht mit Gramm, da mache ich hier mit dieser kleinen Markierung, die hier im Mixtopf ist. Ich nehme heißes Wasser und mache halt dann 1 Liter hier hinein. Und Salz kommt mit dran. Ein Teelöffel Salz. Habe ich hier noch einen trockenen? Nein. Ein Teelöffel Salz mit ins Wasser geben. So. Und den Gareinsatz einhängen und den Reis einwiegen. Die nehmen jetzt hier für 4 Personen 280 Gramm. Ich nehme halt jetzt weniger. Ich mache mal nur so 100 Gramm vielleicht. Mal gucken, wie viel das ist. Also in Gramm habe ich das nie so gemessen. Ich hatte nämlich früher einen Reiskocher. Den braucht man ja jetzt dank des Thermomix nicht mehr. Und da habe ich halt immer einen Becher genommen. Da weiß ich halt jetzt nicht, wie viel Gramm das waren. Deswegen mache ich jetzt einfach 100 Gramm. Wenn es zu wenig ist, esse ich das halt ohne. Und wenn es zu viel ist, kommt es im Kühlschrank. Ne? Es verkommt ja hier nichts. Der Reis muss ganz nass sein. Ich spüle den jetzt einfach nur mal ganz kurz. Also der ist ja jetzt schon fast nass. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. So. Einmal nur kurz durchspülen. Und dann ist der Reis halt komplett durchnässt. Dann haben wir Varoma aufsetzen. So, dann kommt der Deckel drauf, der Varoma drauf, der Varoma Deckel drauf. Und das Ganze wird dann jetzt nur noch gegart. Und zwar für 28 Minuten
auf Varoma natürlich. Jetzt geben die hier, jetzt sagen sie Linkslauf raus, ja, das haben wir ja. Und Stufe 1 und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Zeit ist um, das riecht auch schon sehr gut, obwohl ja eigentlich nicht viel passiert ist, außer jetzt die gehacktes Bällchen, dass die gegart wurden, aber das riecht schon ganz gut. Ich möchte da natürlich jetzt einmal einen kurz aufschneiden, damit ich sehe, ob die auch wirklich gut sind, aber die sind so klein. Die müssen eigentlich gut sein nach der Zeit. Ja, ja. Alles in Ordnung. Den nehmen wir jetzt ab, den Varoma. Stellen wir jetzt mal hier hin. Dann nehmen wir den Reis raus. Den soll man dann abdecken. Ja. Ich stelle den jetzt einfach mal hier auf den Varoma drauf. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch alles. Und lege dann einfach nur ein Trockentuch drüber. Wir gucken, ob ihr noch alles seht, weil ich sehe ja die Kamera nicht von vorne. Naja, warte mal. Weil das Display, das ist hinten, das ist ja eine normale Spiegelreflex. Ja, jetzt habt ihr freie Sicht. So. So. Die Flüssigkeit müsst ihr auf jeden Fall auffangen. Die schütte ich jetzt hier in einen Messbecher. Der steht jetzt in der Spüle. Nicht, dass ihr denkt, das schütte ich weg. Ja, also hier bitte auffangen. Jetzt kommt jetzt kommt Butter in den Mixtopf. Ich brauche jetzt immer so ein bisschen die Reste auf. Ich habe jetzt hier noch was von Kuchen backen. Das kommt da jetzt einfach alles rein. Und zwar braucht ihr 40 Gramm. Das waren 20. Ah, 45. Ich wollte eigentlich weniger machen. Naja, jetzt sind es 5 Gramm mehr. Aber dann lassen wir das so. Jetzt kommt... Die müssen wir jetzt schmelzen. Jetzt ist der Topf natürlich noch heiß. Von daher sollte das auch schon fast so gehen. Jetzt steht hier eine Minute. Die werden wir gar nicht brauchen. Auf 100 Grad und Stufe 1. Das wird jetzt wesentlich schneller gehen. Das ist jetzt schon fast geschmolzen. Es kann aber sein, dass das trotzdem auf 100 Grad gebracht werden soll. Deswegen, wir sind jetzt noch bei 80. Deswegen warte ich jetzt dann einfach, bis es dann auf... Ja, es ist jetzt schon geschmolzen. Jetzt sind wir bei 90. Wobei, jetzt sind es noch 30 Sekunden. Die lassen wir einfach durchlaufen. So, die Butter ist jetzt richtig heiß. Es blubbert hier also ordentlich. Deswegen lasst die Minute dann ruhig doch einfach mal laufen. Und jetzt kommt Mehl hinzu. Und zwar auch 40 Gramm. Drücken wir jetzt wieder die Waagetaste. Jetzt solltet ihr zusehen, da ja jetzt nur ganz wenig in dem Mixtopf drin ist, dass ihr das Mehl neben das Messer macht. 40 Gramm habe ich gesagt. Und das Ganze wird jetzt einfach nur verrührt. Und zwar 2 Minuten auf 100 Grad und Stufe 2. Jetzt braucht ihr die Garflüssigkeit. Das sind bei mir jetzt hier so irgendwas um die 600 Milliliter, glaube ich. Ihr braucht 500 Gramm. Sollte das Wiedererwarten bei euch nicht reichen, einfach mit Wasser auffüllen. Aber in der Regel reicht das aus. 500 Gramm habe ich gesagt. So, seht ihr, also ein bisschen ist jetzt noch übrig. Und ein Brühwürfel kommt hinzu. Hier geben die jetzt an einen Würfel Hühnerbrühe. Da nehme ich allerdings die selbstgemachte Fleischpaste. Da nehme ich einen gut gehäuften Teelöffel von der Paste. Und was brauchen wir noch?
prüfe. Curry, 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 Curry. 2 Teelöffel Curry. Wo ist mein Curry? Da. 2 Teelöffel. Dann nehme ich ruhig so gehäufte. Curry, Pfeffer. Da sagen die 2 Prisen. Ich mache da jetzt einfach mal so irgendwas dran. Eine Prise Zucker. Und 10 Gramm Zitronensaft. Da nehme ich jetzt hier die aus der Plastikdose. 10 Gramm. Kommt das da jetzt schon direkt mit rein? Ups, bevor ich da jetzt Zucker und doch Zitronensaft. 10 Gramm. So. Und das war's. Das Ganze wird jetzt wieder aufgekocht. Und zwar für 3 Minuten auf 100 Grad und Stufe 2. Die Zeit ist um, jetzt muss ich gerade noch kurz telefonieren. Aber hat nur ein paar Minuten gedauert. Jetzt sind wir hier bei 90 Grad. Die Soße ist jetzt soweit fast fertig. Jetzt kommt noch eine Zutat. Und zwar kommt jetzt eigentlich Sahne dran. Aber ich ersetze ja sehr, sehr gerne die Sahne durch Milch, was ich auch in diesem Fall tue. Und zwar braucht ihr 100 Gramm Sahne. Da nehme ich dann halt jetzt Milch. Das wird dann wahrscheinlich nicht ganz so dickflüssig wie mit Sahne, aber das ist mir egal. Denn wenn die Soße nicht dick wird, dann werde ich hoffentlich... Ne? so. Sahne rein. Das Ganze wird jetzt nochmal kurz aufgekocht. 1 Minute. Wieder 100 Grad und Stufe 3. Ich habe das jetzt soweit schon mal angerichtet. Eben auf die Uhr gucken hier mal. Wie viel habe ich noch? Knapp 3 Minuten. Das kriege ich hin. Ich habe jetzt hier nur schon mal den Reis und 4 Klößchen drauf gemacht, weil die Soße ist jetzt fertig. Die schmecke ich aber einmal kurz ab, damit ich auch weiß, was ich da gleich zu mir nehme. Ja, es könnte also für meinen Geschmack ein Hauch dickflüssiger sein, aber geschmacklich top. 1A. Sehr lecker. Das richte ich jetzt noch fertig an. Ja, Geschmacksprobe haben wir jetzt quasi gemacht. Genau, dann mache ich das Foto, stelle euch das Foto dann gleich wieder rein. Und dann, ja, dann war es das eigentlich schon. Also rucki zucki. Die Soße schmeckt wirklich sehr lecker. Also dürft ihr gerne nachmachen, wenn ihr euch noch nicht dran getraut habt an die Hackbällchen aus dem Grundkochbuch, dürft ihr das gerne tun. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!